Mein Name ist Pia von Drabich von den Weinhelden und ich möchte Ihnen heute vorstellen unseren gerade eingetroffenen 2014er Viognier. Wie man unschwer erkennt, ein Weißwein aus Südfrankreich von Domaine Viranel, von Nicolas und Arnaud Bergas, Brüder, die ihre Böden nachhaltig bewirtschaften und aus Südfrankreich versuchen, das Beste herauszuholen. Von ihnen haben wir heute 4 Weine im Sortiment, aber heute, wie gesagt, geht es um Viognier 2014er. Viognier ist eine Rebsorte, also ist ein reiner rebsortiger Wein. Eine Rebsorte, die in den letzten Jahren ein bisschen vergessen wurde und wieder aufgekommen ist, gerade in Südfrankreich, aber es gibt sie auch in Italien oder in Deutschland oder in Spanien. Hin und wieder hundertprozentig reinsortig ausgebaut, aber auch sehr gerne mit Chardonnay oder auch mit Sauvignon als Cuvée. Kommen wir aber hier zu diesem Wein. 2014er Viognier, gerade eingetroffen. Eine schöne, leicht gelbe Farbe hat der Wein mit etwas grünen Reflexen. Farblich natürlich glänzend. In der Nase sind es einige Zitrusfrüchte, ein bisschen Grapefruit, ein bisschen Apfel. Sehr schön, er verspricht einiges. Gucken wir mal, wie er schmeckt. Ist einfach was sehr Besonderes. Also es ist ein Wein, der mir so gut gefällt, deswegen haben wir ihn auch ausgewählt für Sie zusammen mit der Familie Bergas. Also ein bisschen leicht, er ist rund, er ist aber trotzdem leicht, er hat eine gewisse Struktur, er ist nicht zu dominant. Man merkt auch im Mund diese Zitrusfrüchte, die erscheinen wieder, ein bisschen Pamplemousse, aber auch ein bisschen, Ananas, aber junge Ananas, also keine reife Ananas. Es ist ein trockener Wein, ist ein Wein, der eigentlich immer passt für jeden Tag, auch mal als Geschenk, weil Viognier, wie gesagt, hundertprozentig reinsortig alles ausgebaut, gibt es nicht so häufig. Ich kann ihn Ihnen nur empfehlen, kommen Sie bei uns vorbei, probieren ihn, holen ihn, ich würde mich freuen.